Und da muss ich gute Angebote stellen, dass mein Produkt besser ist und meine Reichweite besser ist und meine Glaubwürdigkeit höher ist. Und das versuchen wir. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Ne? Ist ja nicht immer ganz einfach. Also da wollen wir jetzt nicht diskutieren, dass die Glaubwürdigkeit einer Tageszeitung immer noch höher ist als jegliche. Also wir haben die höchste Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist im Journalismus ein klassisches Thema. Aber jetzt mal hier Hand aufs Herz, Herr Wink. Ich habe mich jetzt direkt ein bisschen auf Sie eingeschossen, aber ich stelle fest, dass ich das aushalte. Ich bin hier hingegangen mit dem Ziel, jetzt werde ich zerfleischt davon. Nein, Gottes Willen. Habe ich gesagt. Oder grillen auch gut. Kritischer Journalismus auf lokaler Ebene stelle ich mir extrem schwierig vor. Ist es ja. Ich stelle mir jetzt vor, Sie haben einen Anzeigenkunden, der heißt Tobit. Da sitzen wir jetzt gerade. Ja, war schön, wir haben super. Ja. Ne? Ja. Arbeiten wir. Können wir gleich mal reden. Ja. Der heißt Tobit. Tobit macht keine Anzeigen. Also das habe ich schon probiert. Frank, jetzt hör mal auf. Und jetzt, da gibt es andere Möglichkeiten. Das habe ich schon probiert, war nicht schlecht. Hypothetisches Beispiel, vielleicht reicht die Kraft am Abend noch dazu. Tobit ist der Anzeigenkunde von der Westmünsterland-Welle. Jetzt stellen Sie fest, da ist irgendwie eine Leiche im Keller oder irgendetwas anderes. Lassen Sie Ihre Journalisten von der Leine oder nicht? Westmünsterland-Welle muss er dies beantworten. Münsterland-Zeiten. Sie haben sich so schön unterhalten die ganze Zeit. Sie sind gleich gespannt zu. Münsterland-Zeiten. Lassen ich bin Sie sicher, dass er dies genauso antworten wird wie wir. Also, jetzt bin ich gespannt. Und er könnte eine Million bei uns jeden Monat rüberschieben. Selbstverständlich berichten wir darüber. Also wenn wir das verlassen würden, ne, dann können wir zumachen. Also wenn wir diese Ebene verlassen würden, dass wir sagen, da ist jetzt ein guter, wir müssen ja gar nicht Tobit nennen. Wir sagen jetzt, keine Ahnung. Das berühmte Aus. Ja, Sie geben da, darf ich das nochmal bringen. Ja, aber heute ist ein Beispiel. Die lesen unsere Zeitung nicht, aber Sie haben es gelesen, die Rückrufaktion mit dem Fleisch, mit dem Milzbrand. Ne? Gute Anzeigenkunde von uns. Fleisch für Alpha ist gute Anzeigenkunde von uns. Was ich mich nur frage, Herr Wieg, ist, warum ist das jetzt auf einmal so geändert worden? Sie sagen, ja, da könnt ihr jetzt eine Million hier rüberschieben. Wir würden trotzdem weiterhin kritisch betrachten, irgendwelche Dinge, die in Ahaus anliegen und so weiter. Ich bin auch Leser der Münsterland Zeitung, ja, und Sie sagen ja selber, und das ist ja auch merkbar, alle, die Münsterland Zeitung gelesen haben in den letzten Monaten, kann man sagen, hat natürlich festgestellt, dass es jetzt kritischer geworden ist, dass Dinge aufgetan werden mit den Leserhinweisen und so weiter. Aber warum hat es das vorher nicht gegeben? Hat es diesen kritischen Journalismus vorher nicht gegeben? Interessiert mich überhaupt gar nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Das ist gut, das auch noch. Interessiert mich überhaupt nicht, was vorher war. Also ich gucke nach vorne und wir machen das jetzt. Okay, dann ist das ja super. Ne? Nur, weil Sie sagen, ja gut, wir würden das auf keinen Fall machen und wir würden auf jeden Fall kritisch. Also ich glaube nicht, dass wir vorher total unkritisch waren. Es gab auch vorher Kommentare in unserer Zeitung, das ist jetzt völlig falsch dargestellt. Ne? Alles kein Problem. Ne? Aber selbstverständlich. War früher nicht immer alles. Ne? Wir haben vor 20 Jahren auch noch Sachen anders gemacht. Ne? Wir haben auch früher sogar schwarz-weiß erschienen, jetzt machen wir Farbe und was weiß ich, alles mögliche. Ja, da können wir alles Mögliche reden. Ne? Also das ist, es ändert sich. Ne? Wobei natürlich das Thema kritische Berichterstattung im Lokaljournalismus, also man muss schon ziemlich genau wissen, dass da auch tatsächlich eine Leiche im Keller ist, bevor ich da irgendwen an die Wand schmiere. Gerade im Lokaljournalismus ist das eben ganz entscheidend, dass ich mir darüber sehr, sehr bewusst bin, weil ich begegne diesen Leuten eben immer wieder. Und da geht es nicht nur darum, dass die eine Anzeige bei mir schalten oder Werbung bei mir machen. Da geht es auch darum, dass ich die in der nächsten Woche auf dem nächsten Pressetermin oder sonst irgendwo wiedersehe, die Leute. Und ich möchte denen in die Augen gucken können. Und jeder, denke ich, auch jeder Unternehmer, jedes Amt, jeder Amtsträger hält es aus, wenn er Mist gebaut hat, dass er dafür dann auch in der Öffentlichkeit einen über den Deckel bekommt. Aber das muss eben auch klar sein. Weil ansonsten kann man sich eben nicht mehr in die Augen schauen. Ich glaube, da ist der große Punkt, der große Unterschied zwischen Lokaljournalismus und dann eben auch der Bildzeitung, denen das relativ wurscht ist. Die hauen da drauf, die sehen die Leute nicht wieder, das ist denen völlig egal. Und das müssen wir uns als Lokaljournalisten auch immer bewusst sein. Also da sage ich, das ist schwierig, wo wir aufpassen müssen. Das hat nicht mit dem Werbekunden zu tun, sondern das hat einfach auch, denke ich, mit einer menschlichen Seite, die wir auch nie vergessen sollten, auch zu tun. Und die sollte man auch immer beachten. Okay. Man sieht sich zweimal im Leben, ganz klar, und im Lokalbereich noch öfter. Meine Herren, wer von Ihnen bekommt von seinen Lesern bzw. Hörern Geld? Wir bekommen Geld dafür, dass wir den Ahauser in verschiedene Städte verschicken, die nicht in Ahaus sind. Also von wem bekommt ihr das Geld?
Von den Lesern. Von den Lesern, die zahlen richtig dafür, dass sie eure Zeitung bekommen. Ja. Okay. Ich darf dazu sagen, es sind nicht sehr viele, aber wir fangen an. Das Monatsmagazin. Das Monatsmagazin. Ah, okay. Ja, wir sind eine Abo-Zeitung, klar, unsere Leser zahlen für die Leistung, dass wir entweder gedruckt oder digital nach Hause kommen. Nicht mehr lange ist jetzt, also... 33,10 Euro habe ich gelesen, Herr Wink. Ja, seit 1.7. ist viel Geld, keine Frage, sind 400 Euro im Jahr, eine Menge. Ich wäre lieber öffentlich-rechtliche Tageszeitung, dann würde ich per Haushalts... Gibt es, habe ich mal gehört, dass man so pro Haushalt abführt, damit jemand Radio und Fernsehen machen kann. Das gibt es in Deutschland. Wir müssen unser Geld verdienen und nehmen Geld. Also, und das ist auch kein Geheimnis, dass es in den letzten 10 Jahren sich verdoppelt hat, die Abo-Preise. Können wir oft drüber reden. Ich glaube, das Produkt ist trotzdem wert. Aber das ist ein guter Punkt, Herr Wink. Das ist halt das Problem. Die Preise sind erhöht worden. Die journalistische, redaktionelle Leistung ist eigentlich zurückgegangen. Nicht nur hier in Aarhus, sondern bundesweit. Das ist ein bundesweiter Trend und ich glaube sogar ein weltweiter Trend, resultieren aus der Problematik. Ja, ich denke, dass die Leute heute einfach andere Möglichkeiten nutzen, um sich zu informieren. Ja, und nur wenn ich eine Zeitung kaufe, Herr Wink, die 33, ich habe es ja auch, wie gesagt, die 33 Euro im Monat kostet und ich will eigentlich nur den Lokalteil lesen. Ja. Ja, weil mich die anderen, die auf der ersten Seite und die anderen Seiten, eigentlich habe ich diese Informationen schon über Fernsehen abgegriffen, über Radio abgegriffen oder über Internet abgegriffen, dann brauche ich diese weltweit Politik nicht mehr in der Münsterland-Zeitung, sondern ich will eigentlich nur wissen, ja, welcher Taubenzuchtverein hat die nächste Ausstellung. Ja, jetzt nicht persönlich, aber ja, wenn Sie Taubenzüchter wären, dann würden Sie ich das bin kein wollen. Taubenzüchter, aber letztendlich will ich, wie gesagt, wissen, was ist passiert, was ist los in Aarhus, interessiert mich natürlich auch als Polizist. Ja, was ist so gewesen, wenn ich jetzt ein paar Tage nicht im Dienst war, kriege ich ja auch nicht immer alles mit. Ja, und da möchte ich natürlich auch wissen, was ist los in Aarhus und was ist in der Umgebung passiert, was ist in Frieden passiert, was ist in Lechten passiert. So, und dafür soll ich aber dann 33 Euro abdrücken, finde ich schon eine Nummer. Viel Geld. Die nackte iPad-Version ist billiger. Das kostet die kostet 19,90 Euro. Euro. 19, aber da bin ich ja trotzdem noch dabei. Herr Becker sagt 19,90 Euro, die 33,10 Euro. Aber Sie werden dann. Ich bin dann ja auch noch der analoge Typ. Ja, hat produktionstechnische Gründe. Gut, also Herr Wink bekommt für seine Zeitung Geld. Relativ viel Geld im Vergleich zu einer Süddeutschen ist es immer noch eine bescheidene Summe, muss man sagen. Alle anderen. Aber wir vergleichen uns auch nicht mit der Süddeutschen Zeitung, das ist auch ganz klar. Also wir sind Käseblatt und das wollen wir sein, da stehe ich zu. Also wir sind Zitat. Lokalzeitung, nichts anderes. Der Käseblatt ist eher, ich kann mit. Ja, gut, da streiten uns wer. Aber ich will damit sagen, wir sind sich darum, wer Lokalzeitung. Haben Sie nie mitgerechnet, ne? Ja, das Problem ist ja, dass in dieser kostenlosen Kultur im Internet und Herr Thies, für Sie gilt,